Guten Morgen! Wow, ich versuche eine aufgesetzte gute Laune an den Tag zu legen. Nein, eigentlich bin ich wirklich gut drauf. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen runtergezogen hat, ist, dass ich festgestellt habe, dass heute Dienstag ist und dass ich gestern das Foto für die Foto-Challenge aufnehmen hätte müssen, die ich ja mit Johannes am Laufen habe. Habe ich aber nicht. Scheiße. So, jetzt habe ich ihm schon geschrieben, dass wir das ein paar Tage verschieben müssen, weil, ja, weil, ne? Oder ich hätte halt einfach verloren. Wobei, es gibt ja keinen Gewinner und keinen Verlierer. Was ist das eigentlich für eine Challenge? Merkwürdig. Aber, ganz egal. Egal. Oh, ich habe gerade YouTube geguckt, man merkt das. Naja, draußen sollte das Wetter heute eigentlich schöner sein, als es jetzt tatsächlich ist. Ich weiß noch nicht genau. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich mich frisch mache. Das werde ich sehr wahrscheinlich in der Wanne tun. Und entweder, also ich habe zwei Pläne für heute. Zwei super Pläne. Entweder ich gehe raus und werde meine Drohne in die Luft jagen. Also nicht sprengen oder so, sondern ich werde sie steigen lassen. Oder ich baue meine elektrische Eisenbahn auf. Das wäre auch eine super spannende Sache. Ich weiß, ihr haltet das kaum aus vor Spannung. Bleibt dran und seht, was passiert. Ich habe jetzt gerade nur geduscht und Haare noch nicht gemacht und bin jetzt so aus dem Bad rausgekommen und gucke und es regnet. Was ist da los? Ich dachte, schönes Wetter. Na gut, da hinten kommt ein bisschen schönes Wetter. Zieht es nach hier? Ja, ich glaube schon. Also vielleicht haben wir gleich wieder gutes Wetter. Aber jetzt regnet es gerade. Es ist doch zum Mäusemelken. Naja, egal. Ich lade trotzdem mal meinen Drohnenakku. Sicher ist sicher. Ja, das Wetter hat sich auf jeden Fall wieder gebessert. Und ich mache mich jetzt los. Ich setze mich in mein Auto und dann fahre ich einfach mal ein Stück, weil ich möchte irgendwie ungern an die Spots, wo ich jetzt schon die ganze Zeit immer am Fliegen bin. Sondern ich fahre jetzt einfach mal ein Stück raus und gucke, ob ich irgendwo was Interessantes sehe, wo ich die Drohne starten lassen kann. Genauso machen wir das. Das Auto ist geparkt und ja, ich laufe jetzt ein Stückchen feldeinwärts, weil, naja, da ist Drohnefliegen meistens eher erlaubt als irgendwie Ortschaft hinter mir. Deshalb, ich drehe mich mal so gut, war hinter mir, geht so ab in die Felder und sowas. Ich war hier noch nicht, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich gehe mal gucken. Da ich gerade ja wirklich so überhaupt keine Ahnung habe, wo ich bin und was, wo ich fliegen kann. Ich habe jetzt hier eine Bank gefunden und hier sind so ein paar nette Bäumchen. Ich versuche jetzt einfach hier zu fliegen, weil man muss dazu sagen, da hinten kommen auch schon wieder Wolken, relativ dunkle. Naja, sieht man nicht so schön, aber glaubt mir, da kommen wieder Wolken und ich wollte ja auf jeden Fall ein bisschen fliegen. Und dann werde ich erstmal schauen, wie es hier aussieht, wenn ich ein bisschen nach oben gehe. Kann ich ja mir einen Überblick verschaffen. Schöner Spot eigentlich, aber es ist sauwindig und ich hatte vorher hier, ich zeig's euch mal kurz, war es das windig, hier so zwischen den Bäumen so ein bisschen durchzufliegen, aber dadurch, dass es so windig ist, macht die Mavic halt ab und zu mal so einen Satz nach rechts oder nach links und nee, ging nicht, also ich konnte heute nicht ganz so risikoreich fliegen, wie ich es gerne gemacht hätte, ist aber nicht so dramatisch, Hauptsache ich bin mal wieder geflogen. Ja, ein Akku komplett leer. Ich hätte jetzt noch einen, aber es ist halt effektiv viel zu windig, um irgendwie da jetzt was Geiles rauszuholen. Von da an, schätze ich mal, werde ich wieder heimfahren. Mein Sohn hat zwischenzeitlich schon angerufen, so während ich am Fliegen war. Das ist immer besonders toll. Leute, die eine Drohne haben, kennen das, wenn dann plötzlich das Telefon einen Anruf anzeigt.
Ich meine, es passiert nichts. Also die Drohne bleibt dann halt da. Man lässt logischerweise die Steuerknüppel los, wenn man nichts sieht und nicht gerade zum Himmel schaut. Aber ich bin sowieso gerade nur auf Sicht geflogen und naja, habe ich kurz angehalten, die Drohne, und die bleibt dann halt in der Luft stehen, solange wie man telefoniert oder den Anruf wegdrückt. Naja, egal. Ich werde jetzt wieder zurück zum Auto gehen. Es ist scheiße kalt durch den Wind. Bah. Naja, aber ich war mal draußen. Juhu! Ich würde mal sagen, die Drohne gerade noch rechtzeitig vom Himmel geholt. Es graupelt. Also nicht Regen, nicht Schnee, sondern ja, Graupel. Bäh! Na gut, schnell ab zurück zum Auto, damit nicht alles nass wird. Wobei, für solche Fälle, kleiner Tipp, gerade weil ich ja Gimbal und Kamera jetzt habe, was alles nicht so unbedingt in den Rucksack reinpasst. Ich habe immer einen Müllbeutel dabei und den kann ich im Notfall dann über alles drüber stülpen. Aber ich glaube, die 50 Meter bis zum Auto schaffe ich jetzt noch. Es ist schon echt abgefahren, das Wetter. Wie ihr seht, mir scheint gerade wieder die Sonne sowas von ins Gesicht. Gerade bin ich noch nass geworden auf dem Weg ins Auto. Bäh. Ja, und jetzt scheint wieder die Sonne. Aber nichtsdestotrotz ist es effektiv eigentlich viel zu windig zum Fliegen. Schade, schade. Aber naja, ich nutze die Gelegenheit und gehe jetzt gleich noch was einkaufen, damit ich gleich noch was essen kann. Ja, ganze Menge verpasst habt ihr, um das mal so zu sagen. Ich war einkaufen, ich bin dann wieder hierher gekommen und dann habe ich mit meinem Sohn schnell noch zwei Filme geguckt. Schnell mal zwei Filme. Nein. Ich habe schon irgendwie, seit ewigen Zeiten habe ich irgendwie die Rambo-Filme geguckt. Nur die letzten beiden haben mir gefehlt und ja, die habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die von der Nummerierung her sind, aber ich sag mal, der letzte und der vorletzte. So, das ist auf jeden Fall treffend. Und naja, der vorletzte, und der letzte war schon krass. Also, da haben sie nochmal so an Special Effects nochmal alles rausgehauen, was irgendwie das Kunstblut hergibt. Aber naja, war nicht schlecht und jetzt hat die Serie dann auch irgendwie einen würdigen Abschluss. Ja, jetzt habe ich noch knapp eine Stunde Zeit, bevor ich zur Arbeit muss. Ich könnte jetzt natürlich die Modelleisenbahn aufbauen, aber nein, das heben wir uns auf für einen Tag, an dem vielleicht mal wieder so gar nichts geht. Ja, mal sehen. Wahrscheinlich gibt es jetzt unheimlich viele, die da sitzen und sagen so, Gott sei Dank packt er nicht die Eisenbahn aus. Es gibt aber auch welche, da weiß ich ganz bestimmt, die sind traurig, dass sie es nicht gemacht haben. Aber irgendwann kommt das. Na gut, ich denke, ich werde den Vlog jetzt hier und jetzt beenden, weil es passiert nichts mehr, außer dass ich zur Arbeit fahre. Und den Kreisel habt ihr heute auch schon gesehen. Von da an alles gut. Dann würde ich sagen, schaltet morgen wieder ein um 18 Uhr. Morgen muss ich dran denken, morgen muss ich das Foto für die Challenge machen und ich treffe mich mit Angie sowieso in der Stadt und ich glaube, in der Stadt ist auch genau der richtige Ort, um das Foto zu machen. Mal sehen. Alles klar, bis morgen. Ciao!